Keine Ahnung, ich habe. Damit! Ach so, oh, hallo. Willkommen zu einem neuen Wildrun. Oh, Moment. Random Battle, ey! Hey. Wir haben uns mal wieder versammelt und ja, ich würde sagen, es geht auch direkt los. Ihr kennt das Format. Um den Bund der Ehe. Gut, dass wir das geklärt haben. Wir sehen uns beim Randomizen wieder oder bei der Eheschließung. Bis gleich. So, Leute, wir sind wieder beim Randomizen und wir legen los und. Eieieiei, das ist cool. Das ist knackig ist. Ja, ich habe viel Trash, aber auch ein paar coole Sachen, sage okay, ich. Okay. Ich, nice. Ich hoffe, ich habe diesmal mehr Glück. Okay, wen rein? Ja. Wir werden es ja gleich sehen, denn wir dürfen es ja. Also, ich darf es noch nicht sehen. Bis gleich. Bis gleich. Ich sage, Joshua würde zu dir passen. Nein. Nee. Ich könnte dich Yoshi nennen. Joshua passt zu null, ist aber leise. Doch, Joshua fühle ich. Ihn nenne ich jetzt immer Joshua. Ich muss so los. Prison, are you okay? Prison, are you okay? Are you okay, Prison? Ich meine Joshua. Und damit, hallo, ich bin Joshua. Let's go. Warte, hast du... Du hast normale Regeln. Schau weg, schau ich weg. Ich hab normale Regeln. Schau ich schau weg. Hallo Leute, Timo war doof, hat Regeln verhauen. Jetzt sind wir drin. Dabei. Ihr kennt das System. Criminal. Wir haben hier die 6 Pokémon gerandomized. Wir haben sie vom Level her angepasst nach der Stärke, nach den Random Battle Regeln. Und das heißt, wir legen direkt los und werden gleich nicht in die Teamübersicht schauen. Das heißt, wir werden uns nicht spoilern und es gibt gleich einen kurzen Cut, weil wir werden einfach die Augen zumachen so lange. Die gute Taktik. Und ja, so viel dazu. Professionell hier am Werk. Ja, hochprofessionell. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, oder? Ja, bis gleich. Auf geht's, ab geht's. Let's go. Let's go. To the mall today. Today. Will, ja, ohne Witz. Es gibt so viele Dinge, die wir teilweise sagen, auch im Metronom-Battles. Man müsste Counter dafür einfügen, wie ja. Häufig wir Sachen schon gesagt haben, Alter. Ja, das okay. Ist schon Trubbish. Duskdor. Okay. Gegen okay, Trubbish. Interessant. Interesting. Interesting. Schnüffler. Oh nein, Evolite, nicht mein Evolite. Also, du alter Tryharder. Nicht mein mächtiger Evolite. Der ist schon sehr mächtig, genauso wie mein Pokémon. Also, wusstest du schneller? Present? Das ist ein Gift-Pokémon, das trifft immer. Haha, ich sehe, aber wieso bist du schneller? Das finde ich uncool. Hä, ist Müllsack. Politox und so nicht auch übel schnell? Lol, sub. Ja, das wäre voll die krasse Taktik gewesen. Ja, aber das ist halt mies langsam. Und ja, aber das ist ein Müllsack. Jetzt, was ist das? Was hatest du, Alter? Ja, jetzt kannst du nicht, weiß es nicht. Seit wann sind Geister schnell? Geister sind mega schnell. Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf Plus gehe. Und versehentlich auf dein Team gehe. Alter, Giftspitzen. Let's go. Richtiger Tryharder. Okay. Oh, ja, ich können wir uns erstmal ein Irrlicht. Ja, ist egal. Mächtig, schmächtig. Aber Giftspitzen fühle ich gerade gar nicht. Ich weiß nicht, ob du einen Spinner hast, aber... Also... Egal. Egal, man kennt ihn. Du hattest mich nach dem... Hallo. Oh, bitte, geh mal... Also, wenn, okay, das egal kannst du gerne machen, aber alles andere ist schon ganz cool. Das Sie ist schon lieben die belastend. Ganz, ganz belastend ist das. Ich richtig. Fühle ich halt hey, wieso bist du jetzt schneller? Sind wir im Speed? Ach, Schadenstoß, okay. Das wär's jetzt gewesen, ne? Ja, das wäre ein bisschen kritisch gewesen. Ach, macht ja einfach nothing, Alter. Trubbish schon. Giftspitzen, Alter, der gönnt sich ja richtig. Natürlich gönnt er sich, hallo? Wo sind wir ja, denn hier? Okay. Mach, mach. Ich hab meine Taktik, Timo. Ja, okay. Ich werde das gewinnen. Ja, okay. Ich fühl's. Ich fühl's in meinen Jellies. Das ist ein bisschen obszön gerade present. Das ist okay. Ein wenig obszön. Die Frage ist nur, wie brichst du meinen Sub? Ja. Das ist die Frage, ne? Mann, Alter, wenn ich nicht vergiftet worden wäre, wäre mein Zwiffen so insane gerade. Naja, present. Naja, jetzt. Zeig mal deinen Hardcounter, den Unlichtboy schlechthin wahrscheinlich jetzt. Den Edgelord. Mach's gut, Trubbish. Wir sehen uns später wieder. Auch. Los, Edgelord. Es Edgelord. Ich wusste nicht. Das war schon ziemlich gut. Der Edgelord. Let's go. Ja, ist okay. Ist okay. Let's go. War krasser Schaden, muss man einfach mal so sagen. Wie viel Toxinschaden bekomme ich jetzt, ist die Frage, Timo? Ich glaube schon ein bisschen. Ein paar KP bekomme ich jetzt ab, ne? Ja. Ich glaube, ja. Ich werde zwei überleben. Wie viel macht das? 150 auf 94. Okay. Welche Moves gehen durch den Sub durch? Geht das durch den Sub durch? Ich weiß es nicht, ich google das jetzt.
Du googelst hier, Alter, was ist das für ein Tryharder? Ja, Present, hier geht's um Gewinnen und Verlieren. Aha, was? Ja. Einfach machen, Timo, das ist ein Random Battle. Auf geht's, ab geht's. Mann, wieso steht auf liebes Poke-Wiki-Team? Mach doch einfach. Liebes Poke-Wiki-Team. Wir haben jetzt hier mal einen bitte, Call-Out. Bitte, schreibt mal auf eure Seite, ob Moves durch den Sub gehen oder nicht. Scham. Es funktioniert nicht, okay. Seht ihr Poke-Wiki, da wäre das nicht passiert. Denkt mal drüber nach. Denkt doch einfach mal drüber nach. Gönnen wir uns erstmal einen Leitteiler. Ja, ist gar nicht so viel. Ja, deswegen habe ich... Ich war mir unsicher, ob ich erstmal auf Irdig gehen soll oder erstmal auf Leitteiler, wenn du mich angegriffen hättest mit einer Attacke, die durch den Sub geht. Ja, soll die halt einfach mal drüber nachdenken. Vorhattest. Was sie... Bitte. Versucht. Was nachzudenken. Sie nur umgehen können. Was hätten sie denn umgehen können? Ja, dass ich hier nicht deinen Sub angreife. Ja, aber so funktioniert das Leben nicht, Timo. Doch. Energieball. Der mächtige Energieball. Ja, ist okay. Ich hätte vielleicht nochmal auf Dingens gehen können, auf Leiter, aber ich glaube, das hat sich nicht so gelohnt. Deswegen lieber ehrlich für den Chip. Und jetzt geht's daneben, oder? Nee, alles safe. Für den Chap. Für den Chap. Und nicht für den Dale. Jetzt wäre ich nicht verbrannt. Hä? Wieso? Ja, ich hätte ja einfach... Hätte ich Energieball direkt gedrückt. Naja, doch. Wär's schon verbrannt gewesen. Nein, einfach Energieball gedrückt. Hä, na und? Ich hätte trotzdem genügend KP gehabt dann, nach dem Leitteil. Naja, Present. Hä? Das hätte gar keinen Unterschied gemacht. Energy Ball gemacht. Macht locker 60%. Na, auf 12. Ja. Hätte ich auch deine wechseln können. Ja, hättest du machen können, mach. Aber hast du nicht gemacht. Ja, was soll ich jetzt machen? Mach, komm, trau dich. Trau dich. Trau dich, wenn du... Wenn ja, du... Ja. Genau das. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen will. Ja. Ja. Sprich dich aus, Present. Ich bin hier, trau direkt dich. Vor dir. Ja, du bist leider nicht vor mir. Oh, Presence. Ich wäre doch auch gern vor dir. Aber mit 1,50 Meter Abstand, Leute. Bleib zu Hause. Ganz genau. So, das ist tatsächlich ein Problem. Ich denke gerade schon wieder darüber nach. Weißt du, Shadow and Shield hätte so viel besser sein können. Weil ich fühle es gerade so, weißt du, ich spiele Pokémon mit einem Pro-Controller in der Hand und ich fühle es, weißt du. Aber... Der doofe Timer. Lass mal Jirachi einwechseln, let's go. Aha, so einer bist du also. Wusstest so einer bin immer. Ich. Present mit seinem Tryhard mal wieder am Start. Ich hätte fast wieder auf Plus gedrückt, Alter. Ich muss echt... Stopp jetzt, Present. Aufpassen. Ha, Timo, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal zu Tode flinchen, oder? Ja, mach mal nicht. Na doch, wer würde ich schon fühlen eigentlich. Komm, mach mal, Timo, okay. Wir müssen auf den Timer aufpassen. Ja, ich mach doch schon. Der Edgelord. Boom-ka-boom. Das ist übrigens mein Team, wo ich die ganzen Little Cup-Pokémon habe. Was hast du? Live Orb, okay. Ja, aber bisher fühle ich einiger meiner Little Cup-Pokémon. Ja, ich muss sagen, die Vergiftung ist gerade echt ein Problem. Hä, welche Vergiftung? Ich glaube, wir haben hier nur einen Play. So. Ja, welche Vergiftung? Du meinst die Giftspitze? Die... Ja, das meine ich halt. So, ja. So, gönn mal einen Flinch. Ach, Frozen, mach da jetzt nicht die. Auf geht's, ab geht's! Wer schon verdient 60%. Let's go. Ja, jetzt nicht diesen. Wisst ihr, ich habe 4 Little Cup Pokémon, okay? Und Present denkt sich, na gut, ich muss hier jetzt für die Flinches gehen. Bitte lebt es, bitte. Oh, das ist so dumm. Vollstück überlebt er nicht. Das ist so dumm. Hat er vorher überlebt, aber deswegen musste ich einmal flinchen. Ich hätte so Gameplay. Viel Damage gemacht, no joke. Ja, das ist ein Jirachi-Team. Ich bin für Foulplay gegangen. Ja, das ist nur ein Pumpkebu, Alter. Ja, und? Das hat ja auch nichts zu tun. Jirachi hat nur 100 Angriff, der ist ja gar nichts. Ja, gar nichts. Komm mal mein nächstes Little Cup-Pokémon rein. Darum, Maka. Schau mir die an, Alter. Erstmal flinchen, oder? Ich hasse dich so sehr. Wäre schon lustig. Aber der Scarf ist. Oh, Moment, eigentlich war es voll der Missplay gerade, was ich getan habe. Ich glaube, das wäre echt ein Missplay. Könnte Scarf sein, beziehungsweise bist du halt immer noch 13 Level schnell. Okay. Jetzt geht's los. Oh. Hoffen wir mal gerade, dass ich nicht gechoked habe. Jetzt geht's los. Los, darum, Maka. Ich schneller bin. Also, dein Scarf ist jetzt auf jeden Fall weg, wenn du ihn hättest. Schau dir an, wie cool er ist. Alter, Alter, der hat 606 KP. Der ist halt echt cool. So, jetzt bitte wächst du raus mit Kerlfan. Okay, alles safe. Das ist okay. Auch wenn ich ja nicht ein bisschen Live-Up-Schaden bekomme. Okay, die Sache ist, was wechsle ich jetzt in dieses Monster ein? Are you okay? Are you okay, Annie? Oh, ich hab den Switch in! Da bin ich mal gespannt.
David, ich war gespannt. Okay, let's go. Oh, du bist auf Erdbeben. Ja, ist okay. Weißt du, es ist nur ein Waggon, ist okay. In der Faust. Oh, ja, kritisch, sag ich. Das ist ein Waggon, ist okay. Ist okay. Ja, kritisch, sag ich. Cheater. Prisoner, you're okay. Crit sogar. Okay, Prisoner, der hätte mich gekillt dann. Prisoner, you're okay. Der hätte mich gekillt. Alter Cheater, du! Und jetzt wird der die nächste wieder Faust mich weghauen. Ich seh's kommen. Ich muss so los. Ja, Timo, sei mal leiser, Alter. Hast du überhaupt nicht verdient gerade. Ja, was soll denn das richtig, jetzt, Prison? Mach doch jetzt kein Auge. Alter, ich bin schneller als du. Ja, ist egal. Ja, leider bringt mir das halt gar nichts in der Situation. Los, Düner Faust! Bam! Die mächtige Düner Faust. Und das nur wegen Crit, Alter. Ah, ich weiß das nicht. Ich glaube. Hä, hey, doch, natürlich. Du musst halt überlegen. Timo. Lass mich doch mal ausreden. Du musst mich auch mal ausreden lassen, Prison. Ja, okay. Ich wäre jetzt plus 1 Angriff gewesen. Dann wäre noch ein Poison Turn extra dazugekommen. Ich weiß nicht genau. Wir wissen ja auch gar nicht, wie viel ich jetzt auf plus 1 gemacht hätte. Das wäre ja auch nochmal krass gewesen, ja? Timo, ein Crit macht 50% mehr Schaden. Mhm. Auf plus 1 machst du 50% mehr Schaden. Mhm. Du hast ganz knapp über 50% gemacht. Mhm. Ohne den Crit hättest du das nicht gemacht. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt einfach die Mathematik anwendest, dann siehst du, Mathe, sag ich, dass du nicht mich getuet KO'd hättest. Leute, rechnen sie jetzt selbst mit einem plus 1 Boost. Frechdachs, Alter. Smooth Criminal. Aber ist okay. Wir gönnen uns jetzt erstmal einen Dynamax Schmüdermax und böllern jetzt erstmal den Darumaka Boy hoffentlich weg. Wenn nicht, bin ich traurig. Ich hoffe. Vielleicht bin ich schneller, das würde ich richtig fühlen. Nein, Waggon war gerade schneller. Hör mal jetzt mal ernsthaft, was ist denn los mit dir? Ja, wäre mega nice, habe ich doch nur gesagt. Ja, aber wenn Waggon schnell ist, dann wird auch so ein Fisch schneller sein. Ich kann trotzdem sagen, dass es nice wäre. Schade, ja, ich war Chess Resto. Ja, hä? Aber du hättest doch nicht resten können. Ja, aber ich sag halt, war halt trotzdem cool so, Chess Resto. Cool. Du bist so lustig. Alles wäre cool gewesen, wenn das funktioniert, aber es funktioniert nicht immer alles, Simon. So funktioniert Pokémon. Das macht der Auge auf meine Little Cup Pokémon. So einer ist also. Sei mal nicht so over-emotional hier. Doch. Vor allem so richtig. Oh Mann, meine Lilka-Pummer. Jetzt sei doch nicht so over-emotional hier. Was soll denn das? Ja, weil der Golking so hieß. Deswegen. Also. Hast du nicht gefühlt? Ja, hab ich echt nicht gefühlt. Sad. Ja, dann böllern wir jetzt erstmal schnell Kotomi weg. Mit Dünerschwarm. Da kommt der Vielender, aber den tank ich. Ja, tankst du nicht, weil ich einen Crit setze. Ich glaube, es war sogar ein Crit, sag ich. Nein. Das war ein Düner Vielender. Okay, besser ist es. Besser ist es. Spezialangriff. Warte, du droppst dadurch mit Spezialangriff? Okay, das ist ein bisschen doof. Ist schon sad. Ach, come on! Ich würde gerade sagen, wieso macht das 400 KP fast? Smooth Criminal. Der Junge lacht sich aber auch durch, ne? Ja, Preston, komm, ich hab so Kack-Pokémon, jetzt gönn mir doch auch mal was. Ja, ich gönne dir die Hex, ist okay, ich gewinne ja trotzdem, alles safe. Ja, okay. Ja, okay. Gut, dass wir darüber geredet haben. Finde ich auf jeden Fall nice. Und so, jetzt besiegen wir den Edgelord. Are you okay, Annie? Mann, jetzt habe ich voll den Ohrwurm, Timo. Ich hab auch übel den Ohrwurm, es ist so schlimm. Ist echt schlimm. So, jetzt gönnen wir uns erstmal eine Düner-Wasser-Attacke im Regen, als ob ich hier auch wieder auf die Käfer-Attacke gehe. Ja, natürlich ist nicht für die Käfer-Attacke, aber der hat halt Belebekraft und der ist halt besser als Trubbish. Ja, bei Trubbish halt Dings hat Leitheiler, aber ja, das passt schon. Der hat ihn einfach gecarried, weißt du? Der hat den meisten Schaden wahrscheinlich schon mit der Vergiftung hier. Hä, hey, wirklich? Der hat, glaube ich, die meisten Schaden in diesem Kampf. Ja, aber das macht er ja auch so noch. Ja, aber... Der muss nicht leben, um hier gerade krass zu sein. Einfach, selbst als Toter kann er sehr viel erreichen. Hat Golgi Wassertempo? Nein, der hat Blitzfänger, glaube ich. Ich glaube, der kann gar kein Wassertempo haben, ne? Ja, yeah, also der kann es nicht haben und ich glaube, der hat auch Blitzfänger. Doch, kann er sogar. Kann er? Ja. Hatte ich vielleicht Wassertempo? Ich kann mal kurz nachschauen. Das wäre übel broken. Ja, übel broken, richtig. Es gibt nichts. Ja, naja, also ich sage, das ist schon ein krasses Mon. Wenn du. Also Dynamax-Meter ist es schon krass. Oh, warte, ich gehe mal kurz auf Kaskade und schau mal in der Zeit nach. Ich habe Swift Swim gehabt. Ja, okay. Ach, scheiße, ja, okay. Ja, nice. Dann habe ich jetzt ein Problem. Jetzt hast du wirklich ein krasses Problem. Weil Pichu wäre sonst schneller gewesen, glaube ich. Ja, aber jetzt ist Golking halt insane. Warte, überlebt er die Vergiftung? Komm schon, überlebt das. Okay. Alter, ist es ein Golking-Sweep hier? Nee, ist es nicht, ist es nicht. Hä, wieso nicht?
Ist auch dir bewusst, dass es schon das dritte Zwiffens ist, was wir haben in... Der Zwiffens hat richtig Bock bei uns. Hat echt Bock. Okay, auf geht's. Warte, ist Kaskade der Play oder Abschlag der Play? Ich glaube, wir gehen auf Abschlag. Ich glaube, ich gehe für Schattenstoß. Ach ja, stimmt, der hat ja noch das. Schwierige Kiste, Mann. Schwierige Kiste. Aber Zwiffens fühle ich, der ist cool. So, der Regen ist vorbei. Nein, meine mächtige Taktik funktioniert nicht. Ja, die Sache ist halt die, also, ah, Mann, Pichu, ich weiß nicht, wie cool Pichu noch gewesen wäre. Ja, aber die Sache ist, meine restlichen Monster sind halt, ich habe noch Jirachi, aber der macht nichts gegen den Jungen. Ja. Ich, das ist noch halt so ein lustiges Gesicht auf seinem Rücken. Ich glaube, ich habe ein Problem. Prison, are you okay? Are you okay, Prison? Ich weiß gar nicht, was diese eine Attacke macht, deswegen schaue ich jetzt einmal ganz kurz, was die überhaupt macht gerade. Warte, hat der nicht Magiespiegel? Nee, wieso? Keine Ahnung, hättest du doch auf meinen Dings rauswechseln können. Okay, ich dachte, oh nee. Meine Giftspitze. Okay, das ist richtig trash, das Mon in diesem Matchup. Gut, dass du es dann reingeholt hast. Ja, aber ich hatte, da war ein Angriff drauf und ich wollte erstmal rausfinden, was das für ein Angriff war, weil er es mir nichts gesagt hat. Aber du darfst den killen, weil der hat sowieso nichts in den Kampf gemacht. Du Volke. Was macht der? Nichts, also wirklich. Gar, das ist kompletter Trash. Er kann jetzt sonst kann echt nichts sein machen. Sein bester Angriffsmove ist Fassade, aber der macht halt auch nichts gegen Kotomi, selbst wenn er vergiftet ist. Ja, okay, Prince, das hättest du mir nicht sagen sollen. Ja, nein, jetzt hier. Schwierig. Wieso sage ich immer alles? Wieso bin ich so schlecht? Press, are you okay? Wenn du genau das gleiche Set hast wie ich, ne? Let's go! In den Garten, aber wieso bin ich so dumm? Ja, der macht nichts in dem Matchup, der ist komplett trash. Das weißt du, was er kann, ist Frustration. Ich hasse mich so sehr. Oh, Press. Ja, ich Frustration oder Fassade. Ja, früher ist auch Fassade. Das ist ganz schwierig. Der hat Erzwinger oder Schnüffler? Der hat eine Schnüffler-Herzfähigkeit, so. Ja, ganz kritisch ist das gerade. Ich hab mich gemisslegt, nein! Hey, so ein ist doch gut für dich. Nein. Nein, ich bin ja. Ich hab mich gemisslegt. Ich wollte eigentlich sonst einsetzen. Runter. Ja, was wollt sonst einsetzen? Schattenstoß oder Leiter hast du nur? Ja. Hast wahrscheinlich das gleiche Moveset wie ich. Ja. Aber ja, ich wollte halt angreifen, aber ich bin aus den 1, 2 nach oben. Das ist natürlich gar nicht meine. Poison Stall. Der gute Poison Stall, mein Disrespect. Der gute Disrespect. Ah, scheiße. Schattenstoß. Jetzt frage ich mich, wie viel Erdbeben machen wird gegen den. Das war ja gar nichts, Alter. Holy shit. Das war dann echt nichts. Ich sag, Ryhorn carried mich jetzt. Holy moly. Alter, das ist guter Schaden. Das ist echt guter Schaden. In das Matchup. Lightheiler bringt halt auch nichts. Prisoner, weil ich jetzt auch nicht so viel insane viel KP habe. Prison. Are you okay, Annie? Ja. Das ist gerade eine richtig gute Situation für mich. Okay, Timo, auf geht's. Ich hab's predicted. Ich bin so ein guter Spieler. Ja, war ja klar, dass ich das mache. Oh, let's go. Ja, hättest du auch vorher machen können. Ich hab dich gebaitet. Auf geht's. Du hast viel denn da auf dem Mast. Ja, let's go. Ach, Mann, echt. Alter, das war wieder... Eieiei, die insane Plays hier. Frage ist... Ich bekomme halt noch einmal Erdbeben raus und du kannst Jirachi nicht mit Schattenstoß besiegen. Mhm. Dafür habe ich zu viele KP, deswegen ist es, glaube ich, ein G zum G. Ah, ich würde es tatsächlich noch nicht hier abschreiben. Ich darf auch nicht zu gehässig werden, das stimmt wahrscheinlich. Weil ich könnte es am Ende noch verlieren. Kann alles passieren, ich weiß. Ich glaube, so kriege ich auf jeden Fall weniger Schaden durch EQ. Ja, ist wahrscheinlich schlauer. Da ist wahrscheinlich schlauer. Ja. So, die Sache ist jetzt, ich werde nicht sterben durch die Vergiftung. Ist die Frage, ob Schattenstoß mich hier schon besiegt. Wenn mich Schattenstoß nicht besiegt, dann ist das ein safer Win. Naja, dann auf jeden Fall. Sonst wird es schwierig, weil Eisenschädel halt nicht von der Range besiegen wird. Dann könntest du es eigentlich noch gewinnen. Richtig. Ja. Okay. Okay, ich sterbe schon durch die Vergiftung. Okay. So, jetzt halt die Frage. Also, Will-O-Wisp ist niemals der Play, weil du mich halt flinchen kannst und dann habe ich verloren. Ja. Das heißt, du musst auf Schattenstoß gehen, auf jeden Fall. So, du bist aber auch schon gut angechippt. Also, 2 Shadow Sneak plus den Life-Option. Ja, ich glaube, ich habe es gewonnen, wenn du mich nicht crittest. Ja, ist die Frage, wie viel Schattenstoß macht, ne? Ja, du kriegst noch Life-Orb-Schaden, denk dran. Toxin wäre, glaube ich, auch nicht mein Play, ne? Nee. Ja, okay. Wenn du mich nicht killst. Wäre Toxin mein Play gewesen? Nee. Okay, ich hab gewonnen. Wuhu! Mit meinen Pokémon. Ich bin so trash.
Aber wie hätte ich das anders spielen sollen? Als die Giftspitzen drauf waren, dann war ich. Du nicht verraten sollen, was du für Moves spielst. Ja, ist halt wirklich so. Da hab ich den so habe ich einen Poison-Turn extra bekommen für auf die Horn. Richtig, richtig. Der war am Ende ausschlaggebend. Ja. Weil ich hätte sonst einfach nochmal Shadow Sneak dagegen gedrückt. Ja. Weil ich hatte halt Angst, okay, kann er vielleicht was oder so? Ach Mann, wieso bin ich so dumm? Ich bin ein dummer Mensch. Smooth Criminal. Hasse mich. Bin richtig Trash, Alter. Aber ey, war trotzdem ein guter Kampf. War echt war ein nicer Kampf. Close. War halt nur ein Classic Present von mir. Classic Present. Sei froh, dass du den GPL nicht mit deinen Kontrahenten redest, Alter. Sonst verrätst du den noch alles. Schwierig, sag ich. Leute, das war's dann. Tschüsseli. Tschüsseli. Das haben wir auch aufgenommen. Tschüss. Tschüss, lass Like da. Like jetzt gefälligst das Video.